Heute geht es weiter mit dem dritten Teil unserer Augenübungen für besseres, entspannteres Sehen. Als Kind habe ich oft und gerne Ferien bei meinen Großeltern gemacht. Und meine Oma hatte, wie sie darauf gekommen ist, das weiß ich leider nicht, ein morgendliches Fitnessprogramm. Sie hat sich gedehnt und gestreckt und die Zehen gekreist und unter anderem eben auch die Augen gerollt, was ich als Kind wirklich urkomisch fand. Aber diese Übung ist nachweislich bei Computerarbeit besonders empfehlenswert, weil sie die Augen entspannt, sie erfrischt die Augen und sie stärkt auch die Augenmuskulatur. Und ihr habt ja schon gehört, dass die Augenmuskulatur, die Kiefermuskulatur, die Nackenmuskulatur alle miteinander verkettet sind und dass wir gut daran tun, diese Muskeln immer wieder mal zu entspannen. Die Übung ist ganz einfach. Stellt euch einfach ein Zifferblatt vor. Und geht dann mit euren Augen gedacht jeweils auf eine Ziffer und wieder zurück in die Mitte. Also, ich drücke es nochmal anders aus, vielleicht war das so ein bisschen unverständlich. Schließt die Augen, atmet ein paar Mal ein und aus. Und dann bewegt ihr beide Augen zusammen nach rechts oben auf die gedachte 1. Versucht wirklich die Augen bis zum Anschlag zu rollen. Und dann rollt ihr die langsam wieder in die Mitte des Zifferblatts zurück. Dann geht es auf die 2 und wieder zurück in die Mitte. Auf die 3 und in die Mitte. Auf die 4. Die 5. Die 6, die 7, die 8, 9, 10, 11, 12. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass es nach rechts oder nach links oder nach oben oder nach unten leichter geht als in die anderen Richtungen. Ja, ich würde sagen, wir bleiben einfach am Ball. Wir rollen die Augen und verbessern so unsere Sehfähigkeit.